Willkommen, liebe Leute, zu Shadow Wars. Ja, das war schön gesagt. Ist okay. Wir spielen wieder mal ein Kartenspiel, liebe Leute. Wer hätte das denn gedacht? Nur du kannst weg. Wer hätte das denn gedacht? Wir spielen Kartenspiele. Hier. Das gibt's ja gar nicht. Holy shit. Was man aber zuallererst auch jetzt mal fairerweise sagen kann. Kennt man höchstwahrscheinlich nicht Shadow Wars, ne? Geh einfach mal stark von aus. Was ist Shadow Wars? Shadow Wars ist das Anime Hearthstone. Wenn wir es mal so ganz trocken ausdrücken, ne? Ja, das kann man so trocken ausdrücken. Auch wenn sie werben, dass hinter jeder Karte eine große Geschichte steckt, tut sie bei Hearthstone auch, weil sie aus dem WoW-Universum kommt. Komm, hör mal auf. Hör mal einfach auf. Das ist das einzige Kartenspiel, natürlich, ne? Das ist natürlich das einzige Kartenspiel. Aber es gibt ja auch ein paar Besonderheiten wie diese Amulette hier. Das ist jetzt die rechte Karte. Da. Die sitzt einfach halt nur auf dem Board, nimmt einen Platz vom Minion weg. Aber sie tut halt immer was ziemlich Positives. Dankeschön. Und hier gibt es einen schönen Singleplayer eigentlich. Mit allen Klassen sozusagen, die man aber aus Hearthstone kennt. Die auch ihre Eigenheiten haben. Hier hat man zwar keine Hero Power, aber die haben bestimmte Karten. Hier geht es gerade um Waldgeister. Ich kann immer Karten spielen und kriege immer so eine kleine Fee auf die Hand. Dann geht das darauf hinaus, dass ich so viele Karten wie möglich in einen Zug spiele, um eine Karte zu buffen. Also Edwin ist immer noch da, ne? Auch wenn das hier alles ein bisschen Waifu-lastig vielleicht ist. Nur ein kleines bisschen. Aber sonst alles gut. Also es ist schon irgendwie cool. Ganz Prozedere hier. Und dann haben wir auch noch die Fähigkeit zu entwickeln. Wir können unsere Einheiten verbessern. Das sehen wir hier entwickelt. 3-3. Den 2-2 machen wir also zu einem 3-3. Und das war's eigentlich. Können wir zweimal pro Match machen. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch stark überlegen, was wir entwickeln wollen. Die Zahl der Karten, die wegen dieses Spielzugs ausgespielt wurden, erhöht sich um 1. Das gibt nicht mal Sinn. Ist egal. Dann traden wir erstmal hier schön durch. Das ist vollkommen okay. Kriegen wir nämlich ein Fähchen. Und dich können wir auch wegtraden. Oder habt ihr irgendwas? Dich würde ich gerne weghaben eigentlich. Hatten wir nicht hier... Aber es ist, glaube ich, ein Dings, ne? Nein, dich suche ich gerade gar nicht. Nein. Nein. Ziehe drei Karten. Hey, wo ist die Karte hin? Ist egal. Holen wir ein bisschen mehr Board. Dann geht er auch. Ah, jetzt weiß ich, was die Karte soll. Ja, das ist interessant. Gut, das wird dumm. Aber es ist halt auch das, sagen wir mal, schnellere Hearthstone. Ist halt deutlich schneller. Du bist jetzt ein Spottding, ne? Hm. Das ist doof. Du bist doof. Das ist ziemlich doof alles. Wir könnten natürlich... Dankeschön. Als ob, ey. Du bist ein 3-3er, perfekt. Können wir das entwickeln mal kurz zeigen, sinnvoll. Katsching, wir haben alle tolle Effekte hier.
ein bisschen effektreicher hier alles. Du gehst down. Und du gehst down. Dankeschön. Ach komm. Und wenn wir entwickeln, dürfen wir gleich Minions angreifen. Zwar nicht Face angreifen, aber wir dürfen Minions angreifen. Und das ist ziemlich geil. Wenn wir es mal so formulieren, ne? So, du greifst jetzt nicht mal an, dann können wir einmal Face skinnen, sollten das eigentlich in der Tasche haben. Das haben wir sogar in der Tasche. Hätten wir das geklärt. Okay. Es ist halt das deutlich schnellere, ein sehr schnelles Kartenspiel. Das liegt einfach nur daran, dass wir 20 Health haben. Ja. Ja. Ich kann gut sprechen heute. Nice. Na, bei Schein und Verbindung der Vasallen. Vielen Dank. Haben wir es jetzt hinter uns? Warum ist er schon bei 10 Mana? I don't understand this. But it's over for you. Machen wir mal einen kompletten Overkill daraus. Eigentlich würde dieses Video jetzt ja gar nicht kommen, sondern eigentlich wollte ich etwas von der Nintendo Switch aufnehmen, aber mein tolles Aufnahmegerät denkt sich so, nope, du kriegst kein Bild. Und ich denke mir so, fuck you. Und dann so, okay, dann muss ich mir jetzt halt was anderes suchen. Von denen hatten wir bis jetzt 2 Folgen. Ja, toll, wir haben gegen den Drachen gekämpft. Ich finde schön, dass das ganze Ding hier eine Story hat mit dem Charakter. Wir suchen gerade unsere beste Freundin Lusaria und wir treffen einfach gerade die anderen Klassen unterwegs. Also. Naja, komm, Drachenschrei. Können wir jetzt hier weitermachen? Ich will. Ja, ich danke dir auch vielmals. Ich habe den Namen vergessen. Ich kann sie nicht sagen, Kleine. Ich kann es dir nicht sagen. Können wir jetzt bitte unersetzbar spielen? Neues Kapitel freigeschaltet. Ja, ich weiß, ich klicke wie ein Binder darauf. Durch Hilfe einer mysteriösen Priesterin gelingt es Agisa, den fähigen Angriff eines schwarzen Drachen zu entkommen und langsam wieder klare Gedanken zu fassen. Nice. Wir spielen mit Waldgeister, weil wir haben nichts anderes. Gut, dafür auch vorgefertigte, aber. Nein. Niemand spielt mit einem vorgefertigten Deck, außer ich im Magic. Ja, der Mann in Rüstung ist auch verschwunden. Oh, wir werden zufällig wieder von komischen Viechern angegriffen. Das ist aber was Neues. Das ist gar nicht unnötig, gerade und gar nicht gezogen. Aber okay, dann kann ich ein bisschen weiter talken. Ich hatte nämlich eigentlich vor, wie heißt es? Hat Burst den Namen, ich habe den Namen vergessen.
Gumball Burst zu spielen. Aber ja. Danke, dass ich Zweiter bin. Da hat sich ja ganz schnell erledigt. Deswegen spielen wir das jetzt hier zwei Folgen lang. Dann gehen wir auf Yu-Gi-Oh! Zwei Folgen, weil wir haben keine Yu-Gi-Oh!-Folgen an sich, sondern nur Deck-4-Fights. Womit ich vielleicht auch weitermachen wollte. Warum zieht zwei Karten? Ist egal. Ach ja. Auch vielleicht weitermachen wollte. Ich werde höchstwahrscheinlich Aufnahmen verwenden, um die Replays zu kriegen. Weil dann schlage ich sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe und das ist relativ nice. Gib mal schon mal ein paar Feen in die Hand. Okay. Hau einfach weg. Hau einfach weg. Du blöde Kuh. Gefällt mir jetzt nicht so, ne? Ja, wir haben zu wenig Feen, glaube ich. Gib mal her. Danke dir. Können wir eine schon mal raushauen. Müssen wir die Bob-Präsenz aufbauen. Wenn ihr die beiden... Okay. Okay. An zufälligen gegnerischen. Okay. Hauen wir dich hin, dann könnten wir sie entwickeln. Kann sie nämlich gleich angreifen. Ein Golem weghauen. Du tradest da rein. Jetzt müsste der auch drauf gehen. Vielen Dank. Warum dürfen wir jetzt eigentlich dreimal entwickeln und davon nicht? Ich meine ja nur, ne? So, Amulett auch wieder groß. Das ist halt alles dumm. Gefällt mir gerade gar nicht. Der 4-1er könnte bitte überleben. Das ist okay. Das ist natürlich doof. Das ist noch blöder. Das ist richtig doof. I really don't like it. Haben wir noch eine 1-1er Fee? Nee, haben wir nicht. Müssen wir den zweiten? Na, ist egal. Der stirbt so wie. Du kannst doch nicht angreifen, ne? Ich will jetzt auf jeden Fall da rein. Wir können auch nicht mehr entwickeln. Könnt ihr jetzt mal aufhören, die ganze Zeit diese sinnlose Lehmgolems zu beschwören? Das ist ja alles gerade dumm.
Schön, dass der Effekt zweimal triggert. Du wirst sowieso geklärt. Dankeschön. Hat sie erledigt. Machst jetzt wieder alle weg? Nein. Auf was? Wie viel Schaden? Zwei, ne? Das sagt alles. Und dich erstmal nur raus, wenn du an Bord bist, mein Gott. Schön, dass wir in Zug 9 sind. Hilft mir auch nicht. Okay. Okay. Wie wär's mit nein? Oh, lass mich bloß Karten ziehen, ey. Kann ich nachgucken, wie viele Karten ich im Deck habe? Nein? Nein? Ah, doch, da. Okay. Dankeschön. Gib mir bloß Karten, ey. Gib mir halt jetzt Face. Warum tradest du mit den beiden? Okay. Na ja, gut. Gar nicht so doof. Ist ja nicht so, als ob ich jetzt erst die Schneemänner losgeworden bin. Ich kann nicht mehr wickeln, ja. So, traden wir jetzt hier alles weg. Holy shit, ey. Ach, was kann eine Karte auf der Hand? Yippie, yay. Fuck you. Oh, das hättest du wenigstens traden können, ne? Jetzt, ist auch scheißegal, ne? Oh, du kannst ja nur Minions... Ja, das war falsch getradet. Fuck, ich hab nicht aufgepasst. Ich wusste nicht, dass du hast. Beide Spieler ziehen eine Karte. Okay. Leck mich doch. Fügt eine Gegner wie schon mal sein. So, mein Gott, ey. Könnte nicht so fucking schwer sein, ne? Du hast keine verzweifelt Karten ziehen. Vier Schaden, drei Schaden und zwei Schaden. Gott. War viel anstrengender als gedacht. Holy shit. Dabei spielen wir wieder bewusst die Story. Einfach damit ich verschiedene Spiele zeigen kann.
Denn das ist cool. Puff, puff, beide weg. Jaguar, come on. Isabel, freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Sag, du weißt nicht zufällig, was diese Monster genau sind. Ich versuche vergebens, mehr über sie in Erfahrung zu holen. Tut mir leid, doch ich weiß leider auch nichts Genaues über sie. Außer, dass die Uhr plötzlich aufgetaucht sind und eine sehr wichtige Freundin von mir empfiehlt haben. Eine Person, die für mich eine wie eine große Schwester und ich werde nicht eher Halt machen, bis ich sie befreit habe. Leute. Wir sind sowas von unterwegs. Wir sind unterwegs. Wie wir unterwegs sind. Holy moly, sind wir unterwegs. Das waren 2 Matches. Das beträgt ganze 23 Minuten. Das passt doch perfekt. Und dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Gucken, ob ich das gleich geschnitten bekomme. Kommen jetzt ja ein bisschen regelmäßiger ein paar Videos. Ich versuche jetzt mal am Wochenende, wo keine Korbwochenende ist, für mich frei. Blatt. Vielleicht eine Review mal wieder rauszuhauen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielen Dank beim Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Oh, ciao.